Howdy Folks und willkommen zurück zu Roots of Pascha. Dein Übergangsritual für diesen Tag ist der Clan Light gereist. Als ich Pascha das erste Mal nach diesen Tagen fragte, rief sie uns auf unser altes Zuhause zu verlassen. Wir sind weit gereist, aber sie hat uns mit diesem sicheren und fruchtbaren Land belohnt. Sie hat uns viel gegeben. Heute ehren wir sie mit einem Versprechen. Erst wenn unsere Totems bereit sind, sich zu offenbaren, werden wir aufgefordert, dem Land, den Geistern und unserem Clan zu dienen. Lasst uns beginnen. Der Lebensbaum, Root of Pascha. Ibon, Frère und Nock, wie wollt ihr dieses Versprechen besiegeln? Mit den Felsen des Pachas habe ich die Magie des Klanges entdeckt. Heute biete ich mein erstes Instrument an. Ibon, wir haben den Rausch deiner Musik gehört. Der Höhlenlöwe ist der Geist, der dich beschützt. In den Gewässern von Pascha habe ich gelernt, die Bewegung der Fische zu beobachten. Heute biete ich den Fang an, den sie mir heute Morgen gegeben hat. Du hast deine Geduld an den Flussufern bewiesen. Das Tier, das dich beschützt, ist der Bär. Das Patsch hat mir die Kunst beigebracht, verschiedene Zutaten zu kombinieren, um etwas Leckeres zu zaubern. Heute möchte ich mein bestes Gericht anbieten. Noch, ich kenne nur ein Lebewesen, das deine Leidenschaft für Essen teilt. Das Wildschwein beschützt dich. Wombis, werdet ihr euer Versprechen besiegen? Jetzt kann man hier auswählen, was man will. Nein. Saatgut, das schnell zu Erntefeier genau heranwächst. Ein Fisch, den ich mit viel Glück gefangen habe. Eine Blume, die blüht in Freundschaft. Ein Gericht, das uns Stamina für unseren Tag gibt. Ich würde auf Stamina gehen, weil ja, dann haben wir mehr ist du. Pascha genießt ein Gericht und fühlt sich gestärkt. Maximale Ausdauer erhöht. Seit Generationen lassen wir uns von den Geistern der Tiere leiten. Aber vor langer Zeit, als Pascha die Menschheit zum ersten Mal von den Sternen pflückte, war es ihr alter Geist, der uns riet. Wombsi, Wombis, derselbe Geist beschützt euch jetzt. Dich, der Baum von Pascha. Was auch immer Pachas Pläne sind, du solltest wissen, dass wir hier bei dir sind. Ja, jetzt können wir mit einem Schwätzen. Ibon sah da oben so cool aus. Das hast du auch. Tara hat Süßes gemacht. Du musst sie probieren. Nein. Das war unglaublich. Hast du das Grün der Totems gesehen? Wak. Du kennst Wak als der Schamane des Clans und der Grund, warum der Clan in dieses neue Land gezogen ist. Ein alter Geist ist ein sehr mächtiges Totem. Ich glaube, ich habe eine Menge zu meditieren. Danke für deinen Beitrag. Ich habe etwas, das ich dir nach dem Fest geben möchte. Ich glaube, der heutige Tag war etwas Besonderes. Laufe nicht um. Rein hypothetisch. Wer wäre ein besserer Anführer? Ein Wildschwein oder ein Pferd? Ein Pferd.
Genau, ein Anführer muss sich schnell bewegen und auf die Gruppe achten. Wie er. Deine Energie scheint jetzt ein wenig anders zu sein. Normalerweise mache ich es nicht, Dinge zu eine zusätzliche Bedeutung zu geben, aber ein Pacha-Baum-Totem scheint ziemlich wichtig zu sein. Mein Initiationsritus war ein bisschen anders. Das war eine aufregende Zeremonie. Alle Pacha-Bäume sind wunderschön, aber dieser hat etwas Besonderes an sich. Ich bin nicht in das Loch gefallen, ich betrachte den heutigen Tag als Erfolg. Nice. Ich wünschte, der Cheller würde aufhören, mich anzustarren. Ich habe ihn nicht kopiert, nicht ganz. Das Pacha hat bestimmt tolle Sachen für dich im Sinn. Auch wenn der Bär meinen Enkel beschützt, muss ich darauf achten, dass er genug Schichten anzieht. Ich schätze, wir bleiben wirklich hier. Ausgewählt von Pacha selbst, was für eine Ehre. Opi, du machst mich immer so stolz. Oh, ich weiß nicht, warum Yvonne so nervös war. Sie hat das toll gemacht. Hat Yvonne auch mein Initiationsritus-Angebot kopiert? Wann wird das Mädchen aufhören, ich sein zu wollen? Angebe. Mein kleines Mädchen ist jetzt erwachsen. Ich habe etwas Staub in meinem Auge. Ja. Liebst du es nicht einfach zu tanzen? Du hast da oben fast fantastisch ausgesehen. Ich hatte gehofft, dass Zelkes bis hierher schafft. Ja, da können wir noch nicht. Herzlichen Glückwunsch. Ein Tree of Pacha Totem, wie aufregend. Grob. Ich bin mir nicht sicher, ob es mir gefällt, dass Pacha noch mehr Pläne für unseren Clan hat. Willst du zurückkommen? Habe ich schon mit allen geschwätzt? Oi, Opi. Habe ich mit dir auch schon geredet? Du machst mich immer stolz, ja. Also, gehen wir zurück. Ja. Gemeinsam arbeiten. Du hast drei Gegenstände beigestellt. Lies das Tagebuch. Journal. J. Gemeinsam arbeiten. Tara möchte sich bei dir bedanken. Initiationsrit. Deine Ausdauer im ersten Frühling wird höher. Initiationsrit. Danke, dass ihr euch alle gemeldet habt. Der morgige Tag wird großartig. Kuchen für unterwegs. Gemeinsam arbeiten. Der erste Aufgabe. Ente Kulturen. Escape. Zum Pilz, da können wir die sammeln. Hallo? Hilfe. Tassli, es hört anscheinend nicht auf dich, wenn wir sie uns zu vertrauen. Ideen besprechen. Die Besiedlung des Landes inspiriert den Clan zu Ideen, die wir in unserem Leben verbessern können. Ideen setzen voraus, dass der Clan einen bestimmten Wohlstand und Gegenstände hat, um entwickelt zu werden. Neue Ideen. Sich den Tieren im Wald annähern. Ist das Tagebuch. Oka hat eine Idee. Oka hat die freundlichen Tiere in der Nähe gesehen und denkt, dass wir uns ihnen nähern können. Die haben gesehen. Wir sind mit der Oka schwätzen. Bist du noch da? Bist du noch da, Oka?
fahre. Es ist so schön zu sehen, dass du so viel beiträgst. Ich hoffe, du machst weiter so. Ich hatte einen zusätzlichen Solartrockner, den du hoffentlich nützlich findest. Nice! Solartrockner. Inventory. Mit seinen kräftigen Strahlen kann Kuro Produkte trocknen, um sie besser zu konservieren. Das ist gut. Trockneter Fisch bringt mehr Geld. Also mehr Beiträge. Okay. Grob, Pascha gab uns gute Jagdgründe. Ich habe jeden Mittwoch neues Fleisch, falls du welches brauchst. Wir können nicht jagen, aber wem können wir? Ich muss den Weg in die Savanne freimachen, bevor ich wieder auf die Jagd gehen kann. Ja. Latschen wir mal durch den Wald. Alle Seiten. Was haben wir da? Karotten. Karotten. Wildschweine. Oka hat eine Idee. Ja. Neues Saatgut, du hast Kartoffeln entdeckt. Pilz, oh nein, kein Platz mehr. Neue Idee, nicht schon wieder zum Fluss. Wie ist das Tagebuch? Moda hat eine neue Idee. Idee ansehen. Wir müssen mit der Boda schwätzen. Ich habe keinen Platz mehr. Verdammt. Hagenbutten. Zu viel zu tragen, dein Gürtel aufrüsten. Kommen wir hier, bei der Höhle, dort zur Höhle. Aber da können wir im Moment noch nicht viel machen. Diese macht es mir noch unerreichbar. Die Höhle wird noch ein Riesending. Da ist eine Abkürzung. Das ist eine Abkürzung zum Dorf. Willst du zurückgehen? Ja. Die Zone, die wir einsammeln, ist hier im Sommerbüttel und sind hier nicht in der Hotbar. Ja, Hausi. Du hast diese wunderschönen Tiere auch gesehen. Sie scheinen keine Angst zu haben, aber sie schenken uns auch keine große Aufmerksamkeit. Ich habe gehört, dass sie auf Vogelgesang reagieren. Deshalb habe ich Ibon gebeten zu singen. Wenn sie in der Nähe sind, aber sowohl sie eine schöne Stimme hat, hat es nicht funktioniert. Ich erinnere mich aber an Geschichten über Tiere, die Musik mögen. 20 Pflanzenfasern haben wir dabei, wir haben gerade Forschung. Forsche. Teddy kennt eine Geschichte über Tiere und Musik, ich arbeite daran. Idee tierische Freundschaft. Oka hat begonnen zu dieser Idee zu arbeiten. Oder? Auf der Karte schauen, wo sie ist. Die ist da oben. Okay. Gehen wir zu Boda. So viel Zeit vergangen hier. Wir gießen unsere Felder. Und bearbeiten.
So. Tomaten. Kartoffeln. Und zwei Tomaten. Und Wasser holen. Wo da? Die Gänge zum Fluss, um unsere Wassersäcke aufzufüllen, sind ermüdend. Während ich ein Nickerchen gemacht habe, habe ich das Geräusch von Wasser unter der Erde gehört. Ich frage mich, ob es einen Weg gibt, es zu erreichen. Steine. Such den Film. Ich brauche 20 Steine. Wir können später darüber reden, ja. Nein. Viel Ausdauer habe ich noch. Hey. Mit vier Karotten. Und eine Tomate. Warte. So, jetzt können wir etwas trocknen. Nein, wir haben noch nichts zum Trocknen. So. Haben wir bereits zwei Fisch? Schon wieder der Igelfisch. Haben wir schon gehabt. So. Schon wieder der Igelfisch. Ein Igelfisch. Das ist ein Igelfisch. Mit dem Stein kommen wir nicht vor, weil er reagiert nicht. Neuer Rekord! Juhu! Unsere Ausdauer ist schon wieder am Arsch fast. Scheiße, er hat Steine. Muss zur Boda. Bist du noch da? Nein, ist nicht mehr da. Map. Jetzt kommen wir auf Map. Wo kommen wir? Die Woda. Die Woda. Steht beim Lagerfeuer. Gehen wir zur Woda. Geben wir den Stein ab. Weil die hat eine Idee. Gerald wollte einen Verfolgungsrennen machen, aber warum? Ich würde einfach gewinnen. Idee. 20 Steine. Forschen. Vielleicht können wir das Wasser erreichen, wenn wir graben. Aber wie können wir es eindämmen? Idee also. Oda hat begonnen, an dieser Idee zu arbeiten. Wir können nicht tanzen. Wenn es regnet, gehen Izu und ich gerne zu Ron und Reese.
Es macht Spaß, ein bisschen Wild zu werfen. Ich erforsche das noch. Ja. Meine Tasche ist schon wieder voll Inventory. Schau mal, ich habe einen zweiten Herstellung. Nein. Aber noch 15 Steine. Atta fragt sogar, ob sie meine Hausarbeit machen kann. Ich lobe Pascha jeden Tag für sie. Craften. Eine. Ich will einen zweiten Dreier. So, dann denke ich nur erstellen. Jupp. Ich stehe im Weg. Da ist ein Kräutli. Kommen wir auch noch da rein. So, kann man spenden. Eins, zwei. Hier noch rechnen. Ein Fisch. Das sind wir, glaube ich, schon. Ich glaube schon da. So. Wir den auch noch drauf. Voilà. Wir haben noch ein bisschen. Keine Ausdauer. Wenn wir kurz pennen. Gehen wir schlafen, zweiten Tag. Opi, denk daran, sag niemals nie. Wenn ich mich verloren fühle, schaue ich in den Himmel. Es erinnert mich daran, dass ich genau da bin, wo ich sein muss. Mein nächstes Nieschmerz, das bedeutet, dass es bald regnet, aber ich kriege noch keinen Regen. Ich kann noch nicht tanzen. Ich muss schlafen. Ich muss die Nacht umziehen.